Sie sind hier 1. November 2018, 18.04 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Vincenzo Iacquinta wurde 2006 mit Italien Weltmeister. Urheberrecht Getty Images München. Vor 12 Jahren war Vincenzo Iacquinta ganz oben, jetzt ist er ganz unten. Der Weltmeister von 2006 ist von einem Gericht zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Der ehemalige italienische Fußballer Vincenzo Iacquinta ist im bislang größten Mafia-Prozess Norditaliens zu einer Haftstrafe von 2 Jahren verurteilt worden. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Weltmeister von 2006 seinem Vater unerlaubterweise Waffen geliehen und damit die 'Ndrangheta, die kalabrische Mafia, unterstützt hat. Iacquinta bestreitet Vorwürfe. Iacquinta bestritt die Vorwürfe außerhalb des Gerichts. "Sie haben mir hier das Leben ruiniert", schimpfte der 38-Jährige. In seiner Familie wüssten sie nicht einmal, was die 'Ndrangheta sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Giuseppe Iacquinta, Vincenzos Vater, wurde laut ANSA wegen der Mitgliedschaft in der Verbrecherorganisation zu einer Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt. Iacquinta kann gegen dieses Urteil offenbar zweimal Berufung einlegen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sei es auch bei gescheiterter Berufung unwahrscheinlich, dass der ehemalige Spieler von Juventus Turin für diese Strafe ins Gefängnis muss. Er ist einer von über 120 Angeklagten, die sich vor dem Gericht verantworten müssen. Iacquinta absolvierte während seiner aktiven Karriere 269 Spiele in der italienischen Serie A und erzielte dabei 89 Tore. 2006 wurde der mit der Squadra Azzurra in Deutschland Weltmeister, im Finale in Berlin wurde er eingewechselt. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.